Hi, ich bin der Günther. Ich mach so kurzer Einschub schon mal vor der nächsten Folge Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers. Ich war bereits auf dem Weg, um euch den ersten Dungeon jetzt nochmal zu ersparen. Und dabei ist mir hier jetzt aufgefallen, dass es tatsächlich auf dem... ich bin im Moment auf der Ebene, auf der wir Rose gerettet haben und das Team von Tropius bekämpft haben. Und hier gibt's einfach Bisasab. Wir sehen uns gleich wieder. So, was machen die Dinger jetzt? Hat sich das gelohnt? Ach so, ja, okay. Jetzt brauche ich eigentlich nicht mehr cutten, weil, wie ihr seht, bin ich so ziemlich da. Ich bin jetzt auch kein einziges Level hochgestiegen, weil ich die ganze Zeit nur wegrenne. Und jetzt sind wir im neuen Bereich. Und ich stelle hier auf jeden Fall mal Endivier nach vorne. Ich habe keine Ahnung, wo... Willst du mich verarschen? Ich stelle ein Divier nach vorne, das erste, was mir entgegenkommt. Pflanze. Ah, Zerschneider. Mach es weg. Oh, hier liegt eine Therm. Elf. Jetzt weiß ich's. Das liebe ich ja an dem Spiel. Jetzt weiß ich zum Glück genau, was ich gerade für eine TM bekommen habe. TM 11. Sonnentag. Vielleicht später sinnvoll, auch wenn ich kein wirklicher Fan von der Attacke bin, auch wenn ich weiß, dass sie sehr, sehr gut sein kann. Ein Boden-Pokémon! Danke! Oh, schön viel Erfahrung. Noch ein Boden-Pokémon. Also ich würde sagen, vom Moveset her ist Endivier tatsächlich mein stärkstes Teammitglied inzwischen. Und ich glaube, hier ist so der Punkt, wo ich hin soll. Ja, jetzt kann ich auch mal den Gigasauger, den ich in der letzten oder vorletzten Folge bekommen habe, nutzen. So. Das ist dieser Sumpf, wo ich hin muss. Oh Gott! Bitte was? Was ist das? Sind das Spinnnetze oder was? Das sieht kacke aus. Nee, zerschneiden kann man die nicht. Was ist das? Ich kann ja einfach quer durchlaufen. Und treffe nur Saftkorn. Willst du mich eigentlich verarschen? Ist komplett komisch, diese Gegenhilfe. Ich habe halt leider keine Ahnung, wo der Bosskampf, den es hier ja auf jeden Fall gegen Sichlor geben wird, stattfindet. Deswegen... Sakuroadstain. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich renne gleich schon rein. Aber die Gegner hier in dem Dungeon... Ich bin immer gespannt. Ein Bosskampf gegen Sichlor. Wenn ich mit Flamly liege, was soll denn dann groß passieren? Ich will jetzt auch mal nicht weiter overleveln, deswegen fliehe ich. Jedenfalls denke ich, ich wäre overleveled. Boah, das war jetzt schwer. Oh, ein starkes Käfer-Pokémon. Warte, habe ich richtig gesehen, dass... Ja, die Treppe. Ich will aber mal kurz gucken, was oben wäre. Dauert ja nicht lange, zum Glück. Wenn ich mal schlau genug bin, um nicht gegen die Wand zu laufen. Was? Bringt ihr mich jetzt zum selben Ort? Ich denke mal. Oder wir haben... Oh nein, bitte kein Labyrinth. Wenn ja, dann habe ich bereits den richtigen Weg genommen. Safe Game. Slot 1.
Habe ich nicht geheilt, egal, ich brauche nicht. Wir haben dich, jetzt renn nicht weg! Warum macht ihr die Kacke überhaupt? Das wurde uns gesagt, das ist unsere letzte... Das ist deine letzte Chance, einfach friedlich aufzugeben, Smetbo. Mama! Los! Was zum Fick? Ihr seid weit genug gegangen, lasst Smetbo alleine. Ja, genau wie er sagt. Du könntest auch eine bessere Line haben als das. Und wer seid ihr, Spacken? Wir sind Spacken. Wow, jetzt habe ich Angst. Hauen wir sie zusammen. Ah, wieder Bosskampfmusik. Und sind das jetzt... Ist das jetzt ein Bosskampf gegen 6 fucking Sichlor? Ich muss kurz ganz weit los. Wow! Cool! Oh scheiße, Doppelkampf, willst du mich verarschen? Also ich sag's so, ich werde hier auf jeden Fall... Oh was, das macht ja gar nicht... Habe ich jetzt doch mit beiden das selber angegriffen? Ich bräuchte halt eine stärkere Feuerattacke. Und ich setz lieber Pikachu ein als Andy. Oh, Verfolgung. So, jetzt kann ich das da kaputt... Ich bin gerade einfach dumm, sorry. Das da greife ich mit Flamly an. Okay, das wollte ich noch mal gucken. Was ein Kampf, Leute! Die sind jetzt ein Level höher, zumindest. Ich würde sagen, ich hau beides da drauf. Das dürfte dann tot sein. Ja. Komm, bleibe ich einfach bei. Oh, Pikachu hat auf die Schnauze gekriegt und das Ding lebt, weil es Level 15 ist. Was war das? Dann mache ich mal hier den da weg und Pikachu, also Günther, weiß schon, ist. Schön ein Level up. Ich denke nicht, dass ich da irgendwas... Ja, war klar. Oh nein! Ein Sichlor! Jetzt mal ihr, ne? Ah, das reicht so nicht. Beide sind auf Hälfte. Ich würde sagen, mit Flamly hole ich mal das Ding kaputt. Toller Satz. Level up. Oh, ich habe die eine Seite komplett ausgeschaltet, oder? Oder lebt schon nur noch eins? Es ist genau, wie ich es mir gedacht habe. Was soll Sichlor tun? Das war nicht mal spannend. Sei okay, ja. Genau wie Flamly gesagt hat. Warum sagst du einfach nur immer, dass du dasselbe meinst wie Flamly? Oh, schön, 2500. Was ist mit ihnen passiert? Ich glaube, sie wurden paralysiert. Jetzt verpissen wir uns. Okay. Danke. Ja, gern geschehen. Also, ciao. Smetbo Raupi geht vor. Wir beobachten die Keks. Die machen wir auch noch mal kaputt. Okay, wir verpissen uns auch. Och, ah, nee, wir gehen nicht hinterher. Was zum Fick? Wir haben versagt. Na, jetzt lass zurückgehen.
könnte noch langsamer gehen. Yay! Yeah, nächster krasser Bosskampf geschafft. Oh mein Gott, bin ich gut. Ach, diesmal empfängt mich keiner. Hi, mal wieder. Sagte. Hi. Keck, Leon, du bist ein Keck. Was hast du in deinem Keckmarkt? Da bräuchte ich mal ein paar mehr von. Das ist so alles, für das ich im Moment spare. Ja, ich muss direkt hier hin. Ah ja, okay. Hier ist eine Mission für euch von der Rangerhalle. Echt nur für uns? Ja. Okay, also es ist... Also es ist eine Anfrage vom Sichlor-Squad. Der Sichlor-Squad, sind das nicht diese Keks, die Smetbo angegriffen haben? Ja, Günther hat recht. Warum? Also sie fragen an, Wettrennen auf Green Hills heute. Eine Begründung steht da jetzt nicht. Da steht nur, sie wollen euch auf ein Rennen herausfordern. Was sagst du, Flamly? Könnte eine Falle sein oder ihre Art Rache zu nehmen. Aber was könnte der Grund sein? Wir gehen da jetzt hin. Pokédex-Info. Flamly. Ein Pokémon, das nie irgendwelche Herausforderungen ablehnt. Auch wenn seine Teammates nicht interessiert sind. Okay. Wir sollten Abra fragen, ob er uns hilft. Oh, bitte fragt Abra und rennt nicht durch den ersten Dungeon, bitte. Danke, Gangama. Ja, kein Problem. Bitte. Bitte. Hallo, wie kann ich euch helfen? Hey, Abra, kannst du uns zu Green Hills warten? Okay, gerne. So, seid ihr bereit? Okay, dann los. Leute, es ist soweit. Ich muss nicht durch den ersten Dungeon rennen. Und ich merke schon, hier kann man guten Wettrennen machen. Ich hoffe nur, es ist nicht wirklich ein Wettrennen. Da ich immer noch nicht weiß, was jetzt die Sprint-Taste ist, wenn es eine gibt. Ich meine, ich spule ja immer nur vor. Das ist sehr spannend zum Zugucken, ich weiß. Warte, bin ich gerade eigentlich... Ah ne, nur eine Heilpflanze. Ich habe gerade überlegt, ob ich so dumm war, einem Item vorbeizurennen. Oh, TM. Wie komme ich da hin? Alter, zu blöd zum Laufen. Ja, hier komme ich direkt zum Item. Nur eine Frage. Ah ja, wenn ich hier rechts laufe, komme ich auch weiter. Ich bin overleveled, ich will nicht kämpfen. 8. Auch nicht so mein Ding. Also, was genau ist das hier jetzt? Ich brauche die Heilung. Und so. Okay. Ihr wisst, ich bin übervorsichtig in dem Spiel seit dem ersten Bosskampf. Alles klar. Hallo, ist das dein erstes Mal hier in der Hewa-Region Wettrennen? Ja. Das ist immer bei Geschwindigkeit und Zeit bestimmt. Der Erste, der die Ziellinie erreicht, muss seine Zeit saven. Und wenn einer keine Zeit mehr hat, dann ist er aus dem Rennen.
alles klar. Hallo. Einfach der stinknormale Markt. Ja. Hi, ihr seid neu hier. Wollt ihr mitmachen? Ja, wollen wir. Das ist gut hier. Ein Pokeblock-Case. Was ist das? Das ist ein Item, das du brauchst, um mitzumachen. Oh, cool, danke. Ich bin immer noch... ich habe jetzt Angst, dass das ein richtiges Wettrennen wird. Hä? Und jetzt? Willkommen beim Rennen, das kostet... Ich such die Sichlor. Ich will hier doch... Ich will hier nicht einfach jetzt 500 Pokes raushauen. Ernsthaft? Ich muss... Schiebung. Vor allem, wenn man hier nicht das Geld hat, zwingen die dann einen wirklich hier draußen zu farmen. Muss ich wohl. Das ist ein Zeitmodus, das heißt, du musst auf den Timer achten. Viel Glück. Okay, wir sind ready to race. Im Internet habe ich nicht gefunden, wie man rennt. Guck mal, wer da ist. Tolles Timing. Was ist eure Falle? Falle? Warum Falle? Also, ihr dachtet, das wäre eine Falle. Das ist nicht, nee, wir wollten eigentlich nur ein Wettrennen machen. Also, wollt ihr uns zum Wettrennen herausfordern als Rache? Ja. Okay, das wird cool. Aber danach wirst du uns verraten, warum ihr hinters Metro her wart, wenn ihr gewinnt. Was ich bezweifle. Dann kurz zu... Seid ihr bereit? Los! Ich glaube, ihr seid bereit. Okay. Seid einfach los. Ihr müsst um den Kurs gehen, bevor die Zeit rum ist. Das ist Time Attack. Also, die rote Linie ist die Ziellinie und die grüne sind Checkpoints. Die Checkpoints heißt, du kannst nicht mehr zurück. Wenn du rausfliegst, dann bist du raus. Hallo, das ist ein Wettrennen. Ich lauf doch! Bee! Warum glaube ich, ich habe verloren? Vor allem, was mich gerade wundert, ich habe in den letzten Folgen so oft probiert, mit B zu rennen. Und andererseits, wo ist eigentlich das Zeitlimit? Das ist... Kurs gegangen. Oder es ist ein Weg, uns zu verarschen. Ich soll den jetzt folgen, dann kommt ein Bosskampf. Labyrinth? Also, was jetzt? Ich glaube, es wäre eine Zeitverschwendung, wenn wir wohl falsch lang gehen. Lass einfach los. Ich wette, wenn ich irgendwie den über den Weg laufe, muss ich campen. Deswegen sollte ich das möglichst verhindern. Ich glaube, das war... Platz da! Wow, das war ein schnelles Myraplan. Ja, wir haben den zweiten Platz. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Hier ist der Preis. Zink. Und Carbon. Jedenfalls denke ich mal, das ist Protein. Eisen. Ich glaube, man kann hier gar nicht gewinnen, wenn ich mir das Ende gerade mal so angeguckt habe.
Und jetzt nehmt auch mal das an, euer echter zweiter Platz im Preis. Eine große Perle. Und warum habe ich das andere dann bekommen? Wow, danke. Wow, die leuchtet. Lass es endlich. Nicht so schnell. Sind's die Sichlor? Überraschung. Wir werden dich nicht so einfach gewinnen lassen. Bereitet euch vor. Ja, was eine Überraschung. Ich habe schon Football-Teams kämpfen gesehen, aber das ist lächerlich. Jetzt hört doch auf! Es ist der Boss. Glückwunsch. Ihr habt fair gewonnen. Danke. Gern geschehen. Und ich bin sorry. Ich bin sorry. Und es tut mir leid, falls irgendjemand aus meinem Team eure Zeit verschwendet hat. Ich hab das geschickt umgangen. Ich glaube, ich hätte echt kämpfen müssen, wenn ich zu irgendwem dahin gerannt wäre. Kein Problem, also warum habt ihr jetzt genau Smetbo verfolgt? Ja, wir haben sie gefragt, ob sie im Wettrennen mitmachen kann. Was? Aber sie wollte nicht und hat uns attackiert, also haben wir uns gewehrt. Die Begründung ist nicht erwartet. Okay, danke. Ich denke, wir sollten zurück nach Hause. Ja, sicher. Danke für eure Zeit. Ja, war cool. Danke, okay. Bitte was? Kannst du mich mal durchlassen? Hä? Und wie komme ich hier? Ja! Danke! Aber das war... Hä? Ich drück X! Ich kann nicht mehr rennen! Ah, jetzt wieder! Das war die komischste Mission, die ich bisher hatte. Nur eine Frage. Kann ich überhaupt zurück? Ich gehe mal gucken, ob ich jetzt da hinten lang darf. Ach, eine Weg. Dann mach halt. Level 20. Hä, ja, das Race habe ich doch geschafft. Wir sollen doch wieder nach Hause. Mit ein bisschen weniger Pokémon. Aber ich hoffe, es ist verständlich, wenn mich diese Stelle etwas verwirrt. Und vor allem, konnte man dieses Rennen gescheit verlieren? Ich habe keinen Timer gesehen. Außerdem, okay, vielleicht, wenn man gegen die Sichlor kämpft, kann man es echt verkacken. Und es ist vielleicht auch möglich, Erster zu werden, wenn man nicht am Anfang so reinkackt wie ich. Dann kommt am Ende vielleicht nicht das Myrapla. Aber das Labyrinth habe ich auch gerockt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich war ziemlich gut. Und willst du mich jetzt eigentlich verarschen, Alter? Können hier noch mehr Pokémon spawnen, oder? Hä? Ja, was soll ich machen? Aber... Ich bin kacke! Das tut mir jetzt schon leid. Ich wette, ihr wisst alle, worauf ich hinaus will. Ich wette, ihr habt euch auch schon alle gedacht, was tut dieser Typ da? Es ist doch offensichtlich, wo man hin muss. Jetzt mal so, für die, die es immer noch nicht gecheckt haben. Erstens, Glückwunsch, ihr seid fast so blöd wie ich. Zweitens, jetzt überlegt ihr mal, wie wir hierher gekommen sind. Hmm.
Hallo, will ich gerne zurückgehen? Warum seid ihr eigentlich weggerannt, ihr dummen Kinder? Okay. Applaus für Günther! Damit war's das mit der heutigen, wieder mal verwirrenden Folge von Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers, was auch jetzt in der nächsten Zeit häufig kommen wird, kann ich euch sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Sorry. Bis dann und ciao. Wir haben jetzt noch früh morgen für meine Verhältnisse, wenn man Ferien hat, 10:30.